Und wieder herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Ah, siehst du? Geht gleich mit Action los hier und ich kann den Pfeil nicht richtig abfeuern. Ah. In den Arsch! Aber wirklich? Nee, ja. Fast. Nee, war. Ja, der war den Popo. Mitten rein. Oh. Hast du den erwischt? Ja. Ja, ich glaube, ich habe den da hinten jetzt gerade. Kommt da. Jetzt ja, geht's Hampelmann. Los. Was los? Ja, alles klar. Autsch, du kannst ja Feuer ja, das kann er. Bam. Oh, der zieht dann. Autsch! Ja. Das stelle ich mir nicht gerade angenehm schon vor. Beim Zusehen. Absolut. So, ich glaube. Oh. Dann. Moment, Bogen switchen. Wo sind die anderen alle hin? Ah, ja, die kommen raus. Einer liegt ja da tot. Ich glaube, da ist gerade noch einer draufgegangen, oder? Und jetzt. Ja. Nee. So, ich quatsche die sofort an. Ich sammle nur noch mal schnell die Pfeile ein. Die haben doch, glaube ich, Feuersalz. Genau Feuersalze. Das ist geil. Oh, da ist noch einer draufgegangen. Da gerade was gehört, was mir nicht gefallen hat. Oder? Da kommt immer, gehen wir jetzt lieber zu ihm. Ja, ja, warte ich. Weil da kommen immer so hin und wieder. So, los geht's. Ich hoffe, der, den wir brauchen, der lebt noch. Ich hoffe, der ist auch nicht gerade irgendwie da drin oder so. Ja, er ist der Einzige, der noch lebt. Hey, yo. Ihr kehrt am besten zum Lager zurück. Wer weiß, wann noch mehr davon aus diesem höllischen Oblivion-Tor kommen. Martin, wa? Mhm. Meint ihr den Priester? Oder Hilfe, Hilfe. Musst als ich ihn das letzte Mal sah, führte er gerade eine Gruppe zur Kapelle von Akatosh. Wenn er Glück hat, sitzt er dort mit den anderen fest und ist zumindest momentan in Sicherheit. Wenn nicht... Hörst du, sie sind in deiner Kapelle, Xyf. So, wir sollen den Erben finden. Fragen wir nach Hilfe, wa? Hilfe, ja. Ihr wollt helfen? Das ist ein Witz, oder? Ich sag Walla. Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Was, mehr nicht? Seid ihr sicher? Also, wir gehen jetzt nur so weit mit bis zur Kapelle, bis die Region da sauber clean ist. Ja. Und dann sagt er, wollen wir noch weitergehen? Da sagst du aber dann nein. Okay. Weil das ich wird dann auch nicht, mal schwerer. Wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Also doch, gehen wir erstmal durch das Oblivion-Tor. Meinst? Ja. Gut. Viel Glück. Weil ihr seid wirklich sehr mutig. Ja, weil damit das erstmal zu ist. So. Dass wir den Siegelstein holen und das Ding erstmal zu ist und das, wie dann. Ja, das ist nur eine kleine Aktion. Ja. Aber, na. Okay. Ja. Ich dachte, man kann dann durchstampfen, yeah, aber. Speichern Sie oft. Die Ebenen von Oblivion sind ein gefährliches Reich. Gut, da. Liegt schon der erste Soldat. Riesen Claymore, noch zu heiß. Oh. Ja, da ist noch einer. Ah, ja. Ah, ja, stimmt. Okay, versuch den mal nicht zu verlieren, den Soldat. Gib mir Mühe. Beziehungsweise fixier dich mal auf einen von denen. Ist das immer noch der Eisbogen? Nee, das ist egal. Also nicht wahr. Jetzt falsche Richtung. So gar nichts im Nahkampf, oder? Also Waffe, oder? Beziehungsweise. Doch, aber. Warte mal. Weil schöne Viecher, die kannst du dann auch, wenn sie zu nah. Habe ich in der letzten, vorletzten Folge so abgelegt. Also, den weiß ich nicht. Ja, aber die war zumindest schwer. Aua. Ein Kurzschwert oder ein Dolch. Solltest du schon mal dabei haben. Ein Dolch habe ich dabei, aber mehrere sogar. Vielleicht helfen die uns sogar, warte mal. Denn. Nee, das ist. Der Klinge des Leids ist ja für Quest, glaube ich. Ich suche die gerade. Nein, habe ich die abgelegt? Konnte man die ablegen? Ich habe eine Klinge gehabt. Aber es sind beides Quests. Nee, das eine war keine Quest. Ich vergesse immer, dass der Feuerbälle werfen kann. So, ah doch, war doch der Eisbohner. Ich glaube, der hat keine Aufladung mehr. Nee. Sind noch Dingssteine? Nee, noch gar nichts. Keine Seelensteine? Ach, Seelensteine, warte mal. Damit lädst du doch die auf. Abgelegt.
Also echt alles, was wir... Echt super vorbereitet hier. Normal. So. Findet man nicht hier sogar welche? Sehen? Da ist zum Beispiel Blutgras jetzt rechts von dir. Ne? Boah, ja. Den Neuen sei Dank. Ach so. Ich dachte, ich würde nie wieder ein freundliches Gesicht sehen. Die anderen wurden weggebracht. Sieht aus wie Martin. Sie wurden zum Turm gebracht. Willst du nicht mehr wieder raus hier? Mal. Hauptmann Martius hat uns hierher geschickt, um das Tor zu schließen. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen, umzingelt und abgeschlachtet. Ich konnte entkommen. Aber die anderen sind über die ganze Brücke verstreut. Sie haben Menian zum großen Turm gebracht. Ihr müsst ihn retten. Wenn er noch lebt, ich verschwinde von hier. Was bist du denn für ein Arsch? Ja, gut, Hauptmann. Haltet Arzt ein! Braucht, den können wir rausschicken. Schick den mal raus, genau. Den hier? Ja. Kann der Hauptmann die Absperrung noch halten? So. Ich dachte schon, ich wäre der einzige Überlebende. In Ordnung. Ich werde versuchen, mich durchzuschlagen und dem Hauptmann Bericht zu erstatten. So kannst du eventuell, damit er sicher ist, dann sagt der Hauptmann, okay, cool, danke. Na, und holt der, kriegst vielleicht noch eine Belohnung dafür. Das wäre cool. Weiß ich jetzt aber auch nicht. So, da hinten hockt einer. Blutgras. Ja, da kannst du kurz mal rauf, kurz auf die... Mal schauen, ne? Ja, also Chameleon bringen wir auf jeden Fall sicher. Lähmung, Mühsal, ja. Chameleon. Cool. Mühsal ist, glaube ich, das kleine Tragkraft, oder Stärke. Ich glaube, da hier irgendwas, wo man nicht so nah rangehen durfte. Das ist aber, glaube ich, kein Blutgras. Oder? Bitte doch. Nee, Blutgras kannst du rangehen, aber hier gibt es irgendeine Art von Pflanze, wo du nicht so nah rangehen darfst. Schaden. Ach so, das ist ja diese. So, ich dachte, irgendwas mit Ranke. Ah, mein Kleiner. So, warte mal, wo müssen wir jetzt hinten mal hin? Du kommst jetzt von. Was? Ich komm von da hinten. Du kommst von da, weil manchmal ist das hier ein echter Irrgarten. Und ich kann mich jetzt nicht mehr. Wir haben ja jetzt diese Türme, ne? Ja. Und in einem ist der ja eingeschlossen. Harada, Harada, was war denn das nochmal? Ah, du hattest ja auch ein Wasser für die Wassermatt, wa? Ja, also ich weiß nicht. Doch gleich hier. Ja? Ja, ja. Sieht sonst ein bisschen anders aus. Harada, oh, Stille, Stille. Ach, Harada war das genau dieser. Ja, aber die ist gerade zum Glück unter mir gewesen. Dann würde ich sagen, links zum Turm erstmal. Dort, wa? Ja. Ich will hier ein bisschen ins Gras. Hast du eine Quest eigentlich aktiv? Weil ich sehe hier dürfte eigentlich. Nee, geh mal in den Quest. Und auf, genau. Ah ja, sonst ist er das. Müsste auch der Turm sein, so, oder? Hier ist noch. Ah! Das. Ja, das sind genau die sind das. So, ha? Ja, ich kann es nicht sein lassen. Nee, ich merke schon. Ich brauche dieses Zeug. Ich brauche es einfach. So. Da ist auch noch was, siehst du? So. Okay, genau, weiter. Rechts ist einer. Warte mal. Du machst ja jetzt, wenn er dich nicht entdeckt, drei Angriff. Drei Schaden, ja. Geh mal auf. Brech mal ab und geh auf Inventar nochmal. Meinst du wegen Gifte? Hm. Zum Beispiel, also du hast ja jetzt keine anderen Böen, du hast nur noch mit Eisbogen. Das summiert sich ja auch, ne? Darfst du nicht vergessen, der Schaden. Du meinst Eisschaden? Ja. Ne? Hab da was gesehen. Wenn du mal drei nimmst zum Beispiel. Na, hier brauchst du nicht kicken bei den Getränken. Achso, du willst. Ich schau wegen Lähmung keinen. Zum Beispiel Lebensenergie-Schaden. Mhm. Da haben wir den. Nee, du bist jetzt schon wieder zurück. Ich suche gerade, ob irgendwas eventuell Frostschaden. Frostschild? Frostschaden macht. Ah, da gibt's wieder andere Sachen. Guck mal, die Feuerschaden ist ja auch nicht. Ach nee, die machen ja Feuerschaden. Mhm. Schaden, Lebensenergie. Nee, die machen keinen Feuerschaden. Das sind doch diese. Ja? Feuerschaden. Boah, was? Für an selbst, ja. Mhm. Feuerschaden. Und Frost wieder das ganze vergessene Ding. Ja. Erstmal. Also an Lebensenergie-Schaden hat's da noch was? Da waren, glaube ich, ein paar dabei, ja. Schadenpersönlichkeit. Schaden Lebensenergie. Und dann nehmen wir die. Ach, was? Wildbrett kann auch Lebensenergie. Scumpout. Ja. Nee, der macht was anderes. Achso, Quatsch, das hat ja zwei. Stille war, nee. Mutterkrautzweig, glaube ich. Nee. Nee. Koboldgalle. Das ist nicht viel, aber für 14 Sekunden.
Für 14 Sekunden. Ja. Na, kleistern wir unseren Bogen mal ein. Ja. Und der sollte dann erst auch sitzen. Warte mal, bis er steht. Mhm. Jetzt. Ja. Siehst du, wie der zeigt gleich? Mhm. Oh ja, das ist noch nicht entdeckt. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, der hat man jetzt so. Kannst du den jetzt. Der war jetzt wahrscheinlich zu niedrig. Der ist ja jetzt immer noch vergiftet, ne? Der war jetzt über. Ach, stimmt, Overtime. Der hat ja. Ja. Der dicken. Nö, so ist. War wunderbar. Aber im Nahkampf. Willst du den nicht begegnen, ne? Da kann völlig niemanden begegnen gerade. Ja, aber den bestimmt. So. Okay. Gut. Hier ist Lava, 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 Lava. Ich meine, wenn jetzt den Chamäleon und so, läuft da die ganze Zeit ein Chamäleon rum hier. Ja, 20%. Ja, und ich weiß nicht, was da. Geht immer noch was drauf. Oh, was haben wir hier Schönes? Ach, das waren diese. Pass auf, nicht zu nah ran, genau. Ja, die machen so. Pff, ne? Mach mal. Furzstöcke. War das lieber? Ja, boah. Furzstöcke. So, wir speichern vielleicht nochmal ganz kurz. Dann, da waren diese komischen Säcke. Ja. Leichensäcke oder was? Ja, da war. Hier kommt, glaube ich, gleich ein Stein-Atronach. Atronach, oder wie ist das? Wenn ich mich recht entsinne. Boah, hier ist er. Puh. Ich will doch nur an deinen. Will ich doch nur. Ah, du Arsch, Alter. Ich will dich doch nur ernten. Da habe ich dich schon geerntet. Egal. Das wird so riskant. Ein bisschen schwierig bei dem Blutgras immer. Ja. So. Egal. Fleischige Schuhe. Oh! Mein Gott. Ja, ja, da. Okay, Magikas kann man auch nehmen, wenn man mal in Notstand ist und irgendwie, ne? Ja. Gibt ja, also auf deinen Szene. Ja. Die kann man auch mal gut halt abgreifen. So ist es nicht. Vor allem dann später. Warte mal, den sieht los, Alter. Genau. Weil auf der das. Auf der Entfernung, da brauchst du den Zoom nicht mehr. Kennst ja meine Augen. Und das war ins Face. Oh, ich glaube, die ist runtergekullert. Ja. Das ist. Ah, ne. Ja. Oh, noch an. Die explodieren hier zum Glück auch nicht. Nee. In Skyrim. Oh, beim ersten Mal irgendwie richtig erschrocken. Ja. In Skyrim, ey. Gehst du ran auf einmal. Bumm. So, was ist denn hier los, ey? So, haben wir hier noch was? Nee. Sehr schön, geht's weiter. Pass auf, die Steine kommen runter. Hier? Ja. Aber da war eine Stelle, das ist schon richtig. Ja. Das ist auch nicht mehr wo. Da hinten sind noch mal zwei fleischige Schoten. Mmh, lecker. Mhm. So, hier mal. Vorsicht! So. Ja, ja. Hier baumeln sie. Aua. Vorsicht! Aua. Ist geboten. Oh. Jetzt aber. So, was ist da los? Genau sowas meinte ich. Zauberwiderspiegel 30% ja, für. Also gerade, wenn du jetzt in Situationen kommst, wo du gegen Zauber ja fast. Ja, da würde ich ja schon fast überlegen, ob ich ihn überhaupt behalte, ey. Ja, aber du kriegst ja nicht. Oh, Digga! Ja, ja. Geil! Unten, unten sehen wir. Aber keine. Achso, das ist auch so eine Sache, ne? Hast du Seelenzauber? Damit nee, noch nicht, leider. Aber du kannst mit deiner Stufe den auch, glaube ich, schon nehmen. Klein. Hier kann man gleich welche, wenn ich mich recht erinnere. Warte mal. Nicht will ich haben und. Ach, brauchst du die jetzt wirklich alle? Immer? Ja, ich will. Sag mal, du kommst da noch so und so viele Tore rein. Ja, was? Wir werden angegriffen. Dort oben. Bist du ein Arsch, Alter. Ja. Ist ja was eine feige Sau. Ja, du schießt sie immer weiter von der Klippe. Ja, muss man so runterfallen. Los, komm runter.
regnet Pfeile. Wow, 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 chill mal. Na, immer vorbei. Geh mal hier ein Stück weiter hoch dann. Na, da kommen glaube ich welche. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich bin der Meinung, da kamen noch welche. Ja. Da ist der nächste. Komm jetzt, geh doch endlich mal kaputt da oben. Verdammt. Ja. Die kommt doch nicht runter. Genau. Auch jetzt. Ah, Pfeile brauchen wir. Haben wir noch welche? Ja, da haben wir noch ein paar andere dabei. So, warte mal. Vielleicht sind wir schlauer. Ah. So ein bisschen. Naja. Okay, ey, von hier oben hat man eigentlich eine ziemlich gute Übersicht. Ja, die Fallen kennst du vielleicht noch. Oh ja, die kenne ich, ob ich die treffe. Nein, die kannst du nicht ab, oder? Kann man wohl. Ich weiß nicht. Doch, kann man, glaube ich. Der war viel zu weit. Aber du kannst auch einfach nur kurz rangehen und dann schnell zurück. Ah, das ist okay. Splittergranate, ey. Nagelbombe. Vielleicht geht die da rüber. Nee, das funktioniert nicht. Ah, warte mal. Nein, das funktioniert nicht. Ist schon probiert? Vielleicht die 100 Pro, nein, weil... außerdem, und wenn? Ne, Feuer? Feuer? Ja, wenigstens die Explosion. Ach so, ich dachte jetzt, wenn sie da rüber geht, dass das auch detoniert. Nee, nee, ich wollte sie eigentlich... Du wolltest warten, bis sie da... Ach so, ja, das kann, ich glaube, die geht da eh nicht hin. Boah. Ja, aber wie gesagt, Feuer wird ihr nicht so viel Schaden. Das machen echt diese Stöcke, also was... Die machen ja die machen ja schon richtig Schaden, das sieht man ja. Schaden, ja, Lebensenergie. Wunderbar. Da kannst du dir auch gleich nochmal ein Spiel machen. Allein nochmal hier. Spiel. Auch noch ein bisschen Harada. Oh. Das ist ja auch nicht schlecht hier. Mag ich auch Lebensenergie. Ne? Aber was Gumpout? Nee. Da ist nochmal Schaden Magika. Ah, war das mal. Ach, no, sie aber. Wildbrett, ja. Ja, ich habe ja noch einige Dinge ins Tränke bei. Na komm, die kriegen wir so breit. Ich schau mich jetzt mal hier hinten. Ich denke mal, der Weg schließt sich da hinten, ne? Na so. Ja. So, waren hier nicht irgendwie so leicht? Nee. Hier ist ein Schweiner. Keine Angst, ich latsch da nicht rein. Ah. Dann müssen wir schauen, was wir mit dem Blutgras großartig anfangen können. Ja, weißt du ja. Kennst ja die Effekte. Ja. Wow! Ja! Alter, was eine Rübensau, ey. Was für eine Sau? Rübensau. Eine Rübensau. So, wir werden angegriffen. Ich weiß auch noch nicht von wo. Ah. Na komm, jetzt sind wir mal feige. Verstecken uns hinter. Vielleicht mal auf die Pfeile anmachen. Da! Ne, die verballer ich noch nicht. Na, du hast doch den ganz normalen Eisenpfeile noch. Aber nur 8 Stück. Ja, aber ey. So. Der erreicht. Außerdem genau. Ist ja alles fallen. Ein Glück. Was ist das? Ach so, ist von der Bombe. Bombe. Feuersalze. Das würde schon fast eher Sinn machen, wenn die verbrennen. Als dass sie abprallen, aber. Ja. Aber so gut. So gut waren die Games damals noch nicht, dass sie sowas hätten, glaube ich. Ja. Also schon, aber nicht so, sag ich mal. Auf Oblivion-Effekt-Niveau. Ach du Scheiße. Ups. Können wir den breit? Ah, schauen wir mal. Schütze. Der geht noch, glaube ich. Der ist, der ist schon angeschlagen. Sklave. Der ist nicht angeschlagen. Der hat noch nicht... Es gibt ja wirklich krasse... Also das ist... Ich weiß nicht, Dremora... Rüpel. Der hat da diese... Ja. Hat der jetzt für eine... Der hat geile Pfeile gehabt, das weiß ich noch. Ja, die haben direkt... Du! Hast du meinen Bogen? Dremora-Bogen. Klingt schon mal gut. Und dann. Oh! Ja, aber. Ach doch, das geht. Ja, das Dremorischer ist. Dremorischer Feldpfeil. Absolut in Ordnung. Hä?
Ja, dann hau den Bogen wieder raus. Erstmal. Oder ist der besser als den Standard da? Warte mal. Na, machen wir anders. Nochmal, der macht 7 Schaden. Irgendwas ist denn besonders schwer. Hier. Ja, ja, vor allem auch Rüstung, guck mal, was du da noch hast. Okay. Echt? Also Rüstung habe ich nicht viel. Zwergen, was war der da? Das Zwergendolch? Zwergendolch habe ich auch noch. Den wollte ich eigentlich verkaufen. Nee, dann hau ich den wieder raus. Ja, genau. Aber immer noch viel zu viel. Ach komm, wir machen es anders. Alter, ach so. Prost. Wo normalerweise gehen wir auf die Pfeile. Und guck mal, die wiegen ja auch was im Vergleich zu... Die wiegen mehr, ja, wesentlich mehr. Hä? Na komm, dann werfen wir vielleicht ein paar weg. Ach so, okay. Ja, bei Skyrim haben die Pfeile gar nichts gewogen. Ich werf mal 58 Stück weg. So. Okay, weiter geht's. Aha. Ja, jetzt nehme ich wieder ein paar auf. Nee. Und das. Ja, ich hab's im Blick. Ich will nur mal hier hinten schauen. Guck mal, da ist noch so ein Schiebel. Na, pass auf, da links. Was denn? Ja, du guckst so schnell. Ich hier oder was? Der da hinten. Ach so. Und da auch. Wir haben keine Pfeile angelegt, fällt mir gerade auf. Was ist die jetzt? Ja, und dann. So, warte, den kriegen wir doch locker da. Oh, ich will Schnelligkeit jetzt. Ah, okay. So, warte mal. Der macht zwar nur 7 Damage, obwohl. Ja, wie ein nice Pfeil eigentlich. Ja. Aber passt ja. Ganz klasse. So, wir freuen uns mal an der Nachwirkung. Verdammt. Ja, aber siehst du, Gift zockt noch schön. Aber guck mal, der. Da hat der ein Speed drauf, ey. Ja. Das ist nämlich das. Und wenn der erstmal dran ist, dann der mit seinem Kopf immer, ey, stößt du dich dauernd zurück. Ja, das nervt. Dann kommst du nämlich ins. Gerätst du ins Wanken und. So, jetzt schauen wir hier hinten nochmal. Und dann. Oh, ne, warte mal. Ach, wir gehen erstmal in den Turm rein, würde ich sagen. Ja. Das ist nochmal ein Wort. Ab in die Burg. Aber, genau, genau. Nicht bevor ich den hier mitgenommen hab, du Arschgesicht. Gib mir deine Frucht! Gib mir deinen Stängel. Der ist schon abgestängelt. Okay, den haben wir schon gestängelt anscheinend. Lecker. Was? Ach, ich dachte gerade, die Musik schwenkt. So, in die Ruhe nehme ich noch mit. Wenn da mal was wäre. Den nehme ich noch mit. Ja. Okay, ich auch noch einen gesehen. So, jetzt aber. Wollen wir? Ja. Wollen wir. Ja. Wir hören, ey. Im nächsten Kapitel, ne? Genau, genau. Dann beenden wir die Folge an dieser Stelle erstmal. Und beim nächsten Mal werden wir dieses Tor betreten. Und ja, ich bin schon gespannt. Es wird bestimmt ganz lustig werden, ne? Ich schwör's euch. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge. Haut rein. See ya. Oh,